So, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hillbilly TV. Ihr werdet es kaum glauben, ich habe heute wieder Post bekommen. Ich wusste ja, dass was unterwegs ist. Ich habe ja ein weiteres Messer bestellt, ein Taschenmesser von Sanremo bei der Usiah Knife Distribution. Und das kam heute Mittag in der Mittagspause. Habe mich dann super drüber gefreut. Habe ich gedacht, mache ich wieder so ein Live-Unboxing vor der Kamera, aber das kam mir dann ein bisschen komisch vor. Viel zu schwer. Außerdem klappert da drin was. Na, ich dachte, das kann da nicht das Messer sein, wo ich bestellt habe. Gucke ich doch gleich mal rein. Da haben wir da einfach die Neugier gepackt. Da habe ich gedacht, da kann ich nochmal 3 Stunden ins Büro sitzen, ohne zu wissen, was da drin ist. Ne? Da muss ja doch ein Messer drin sein. Was klappert da? Also, gleich aufgemacht und was fällt mir dann da entgegen? Nicht ein Sanremo, auch nicht zwei, sondern 3. Jetzt habe ich gedacht, Mist, habe ich was falsch bestellt. Ne? Die anstatt Stückzahl 1 3 hingeschrieben. Aber nee, habe ich geschwind die Rechnung durchgelesen. Ne? Steht hier drin, ja, hallo, wie bestellt dein Taschenmesser? Ein T08, bla bla, Preis dahinter. Und zum Schluss steht noch, hey, und dann lege ich dir noch 2 Messer zum Spielen mit dazu. For free. Ja, wie cool ist das denn? Ne? Das nenne ich doch mal ein Werbegeschenk. Also hier vorne ab schon mal ein herzliches Dankeschön an den Michael von seiner Firma Usiah Messerhandel für dieses tolle Werbegeschenk. Das hat gerade ebenso mit schon mal das kommende Giveaway vielleicht zum 100. Abonnenten um ein weiteres Messer erhöht. Also wirklich cooler Service. Aber jetzt schauen wir mal an, was heute hier gekommen ist. Was ich euch jetzt hier zuerst zeigen will, ist das Sanremo T08. Dürfte ja bereits schon hinlänglich bekannt sein. Habe ich vor einer Weile dann zum ersten Mal gesehen. Im Kanal von Stefan 123321 hat er das Messer vorgestellt. Und dann dachte ich, als ich das erste Mal gesehen habe, boah, was ist das für ein hässliches Messer. Aber es ist wie so oft mit manchen Dingen im Leben. Man muss halt 2-3 Mal hinschauen, um vielleicht das Konzept zu verstehen oder vielleicht nachher zu merken, Mensch, ist doch gar nicht so schlecht, wie man es erst gedacht hatte. Dann habe ich mir das Video 2-mal von ihm angeschaut, wo er das sehr gut erklärt, das ganze Messer. Ich werde das den Link auch unten dran hängen und dann habe ich dann so nach dem 3. Mal anschauen gedacht, Mensch, das ist ein cooles Teil, das brauche ich auch. Ebenfalls Schwedenstahl ist das 2. Messer zum 910er Plus. Also habe ich mir das bestellt. Dass natürlich noch so eine tolle Überraschung dabei ist, hätte ich nicht gedacht. Aber schauen wir uns nochmal hier dieses hässliche Messer an. Vom Konzept her kein Taktiker, sondern ich sag mal eher, das ist ein Hausmeister, Arbeits-, Werkstatt-, Baustellenmesser. Komplett anders konzipiert. Eine riesenbreite Klinge und alles andere als spitz, obwohl das hier schon alles geschärft ist und das Teil hier Rasiermesser-Charakter hat, aber jetzt keine solche, sage ich mal, taktische Ausführung oder Messerspitze halt wie das 910er hat. Ne? Das ist dann hier schon eine ganz andere Klinge für ganz andere Aufgaben, wobei das ja wirklich mehr als Arbeitsmesser gesehen werden kann. Und natürlich tolles Feature, was mir auch erst beim 2. Mal vom Video anschauen vom Stefan aufgefallen ist, diese automatische Liner-Lock-Sicherung ist ja genial, während das mal beim 910er noch die Sicherung händisch rein und raus machen muss, um den Liner wieder freizugeben, rastet beim T08 diese Sicherung automatisch ein. Sobald man das Messer aufklappt, wird über wahrscheinlich Federmechanismus der Liner verriegelt, automatisch. Was natürlich super gut ist, wenn mit diesem Ding auch gearbeitet wird. Man braucht nicht mehr daran denken, oh, ich sichere mal lieber den Liner. Weil mit so einem Messer arbeitet man in vielleicht den, stellen Sie sich einen Handwerker vor, auf einer Leiter, der irgendwo unter einer Decke in irgendeinem Steckdosenschacht irgendwas rumschneiden, schnibbeln oder sonst was muss. Da braucht er nicht dran denken, den Liner vorher zu sichern, sondern er läuft nie Gefahr, dass das Ding einklappt. Spitze natürlich auch mehr Werkzeugcharakter als, sage ich jetzt mal, die Spitze von einem Fighter. Und ja, nach mehrmaligem Anschauen
hat mir das Messer immer mehr zugesagt und dann habe ich dir das einfach bestellen müssen. Und es ist wirklich ein cooles Teil, muss ich echt sagen. Hat hier noch so die Möglichkeit, ich denke mal so festsitzende Muttern aufzuschrauben, hier hinten ein Glasbrecher, ja gut. Ob die wirklich in der Lage sind, eine Scheibe einzudrücken, weiß ich nicht. Aber ist bestimmt für andere Sachen auch nützlich zu gebrauchen. Er hat hier eine, für ein Lanyard ein Loch, aber hat hier nochmal weitere Durchschlaufmöglichkeiten. Gut, was diese Löcher hier vorne sollen, ist mir noch nicht ganz klar. Ich denke mal, das führt eher zur Verschmutzung vom Messer, aber das tut dem ganzen Design, Gesamteindruck, keinen Abbruch. Ein wirklich tolles Messer, auch schön. Der Daumenpin lässt sich einfach entfernen, macht das Messer 42A kompatibel und man hat dann nicht wie bei den anderen Lösungen, wenn man dann die Daumenpins abschraubt, quer ein Loch durch die Klinge, sondern hat hier oben einfach nur ein kleines Gewindelöchchen, wäre da übrig, aber es tut von der Seite schon mal an den Design keinen Abbruch. Werde ich auch abmachen, weil das Messer werde ich mit Sicherheit als Werkzeugmesser, als EDC-Messer mit mir führen. Das ist ein ganz tolles Stück Stahl. Was jetzt hier anders ist, wie Stefan 12332 sein Video zeigt, auf seiner Klinge stand irgendwas von 12C13. Anscheinend war das damals ein Rechtschreibfehler. Sie haben es jetzt hier verbessert, eine neue Version. Ich weiß nicht, ob man sieht. Jetzt steht nämlich hier wieder drauf Sanremo 12C27 Stahl. War wahrscheinlich bei der ersten Ausführung ein Schreibfehler. Tolles Messer, obwohl der erste Eindruck niederschmetternd war, habe ich mich inzwischen in dieses Messer verliebt. Das ist ein ganz tolles Stück Arbeitsmesser. Liegt gut in der Hand, groß, praktisch, mit ein paar Zusatzoptionen und natürlich die automatische Sicherung. Ein fantastisches Feature, um die Sicherheit zu erhöhen. Jeder, der sich schon mal mit so einem selbst einklappenden Taschenmesser geschnitten oder verletzt hat, weiß, wovon ich rede. Ist mir mal passiert vor vielen Jahren mit einem Schweizer Messer, mit einem normalen Slipjoint-Taschenmesser. Eine blöde Bewegung, die Klinge klappt ein und hat mich gleichzeitig in drei Finger geschnitten. Ja, das muss man erstmal schaffen. Also wirklich toll. Schaut mal rein bei Usaya. Die haben das gerade im Shop. Günstiger Preis, kostet glaube ich 29 Euro im Shop. Super freundlicher, kompetenter Kontakt. Schnelle Lieferungen, einfache Bezahlabwicklung. Ihr braucht diese Sanremo-Messer nicht wieder über irgendeinen Hongkong-Händler bestellen, wo ihr vielleicht noch mit Kreditkarteninformationen bezahlen müsst oder irgend sowas. Alles kein Problem mehr, ihr müsst nicht mehr zum Zoll rennen. Die Dinger können jetzt direkt schön in Deutschland beim Händler bezogen werden. Sind blitzschnell geliefert, wenn sie auf Lager sind. Keine Probleme mit irgendwelchen Einfuhrgeschichten, Zoll, Mehrwertsteuer, nein, ihr bekommt eine schöne Rechnung mit allem drum und dran. Könnt eine Banküberweisung machen. Super Laden, tolle Empfehlung. Das war das T08. Schaut mal beim Stefan 123321 rein, der hat eine viel ausführlichere Beschreibung. Darum gehe ich da jetzt nicht auf alle Details von dem Messer noch ein. Ist auf jeden Fall toll. Wir werden jetzt gleich weitermachen in den nächsten beiden Videos mit den anderen beiden, die hier dabei waren. Und mal schauen, was ich noch zum Spielen for free mit dazu bekommen habe. Ich habe schon gesehen, eins ist ein 763er, das wird dann zusätzlich in das Giveaway reinlaufen. Und es lohnt sich also immer wieder mal vorbeizuschauen hier bei Hillbilly TV. Da gibt es doch immer wieder mal das ein oder andere Messer, das man vielleicht noch nicht kannte. Beziehungsweise, ich sag mal so, zum 100. Abonnenten, da werden wir ein kleines Giveaway veranstalten. Und da wird es dann ein paar Taschenmesserchen und ein paar LED-Lampen geben. Alles, was ich halt bis dorthin so wegen ansammelt an Neuware, versteht sich. Wird kein gebrauchtes Zeug verscheppert. Ja, wir sehen uns gleich wieder mit Teil 2 und Teil 3 von der heutigen Sanremo-Lieferung. Bleibt gesund. Ich trinke jetzt noch schnell einen Kaffee. Dann geht's weiter.